Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte mir heute CentOS Stream ansehen. CentOS Stream ist ja der empfohlene Nachfolger von CentOS, zumindest laut Red Hat. Basiert auf Fedora 35 bzw. dann automatisch auf 36. CentOS Stream soll so eine Art Rolling Release werden. Laut Red Hat ist es ein Rolling Release. Das behaupten ja manche von Fedora auch. Ja, fraglich. Jedenfalls werden bei CentOS Stream 9 alle Updates eingespielt, die auch Fedora 36 dann beinhalten. Im Prinzip bekommt man eine Serverversion von Fedora 36, wenn man CentOS Stream 9 installiert. Zum Installieren haben wir hier oben einen Download-Button. Unter x86-64 bekommt man nur eine ISO, die aber gleich gute 8 GB groß ist. Es gibt aber auch einen Stream Mirror und hier kann man dann die 9er Version in verschiedene Varianten downloaden. Einmal nur eine Boot ISO mit 765 MB. Hier auch die DVD mit 7,8 GB, jeweils die Prüfsummen dazu. Und man sieht schon, dass es als Rolling ausgelegt ist. Einmal gibt es eine normale Version von CentOS Stream 9 und einmal gibt es dann die Lasted, also die letzte Version von Stream 9. Vom Datum her sind zwar alle gleich, auch die gleiche Uhrzeit. Den Unterschied weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt einfach mal die Stream 9 vom 25. April mit 7,8 GB heruntergeladen und werde mir jetzt mal eine virtuelle Maschine herrichten und dann klicke ich auf Anlegen und mit viel Glück startet dann CentOS Stream. Jetzt kommen wir schon ins Auswahlmenü, wähle ich Install CentOS Stream 9 aus und starte das Ganze. So, dann kommen wir zur Auswahl der Sprache, Deutsch, klicke auf Fortfahren. Installer ist, glaube ich, bei allen gleich. Hier haben wir die Tastatur zum Auswählen. Hat er automatisch erkannt, die Sprachunterstützung Deutsch, Zeit Europa Berlin. Hat er erkannt, sollte etwas nicht passen, draufklicken, anpassen. Benutzereinstellungen, das Root-Passwort lassen wir wieder weg. Wir legen jetzt einen Benutzer an. Vergib einen Benutzernamen. Diesen Anwender als Admin festlegen. Das muss man nicht machen. Ich mache das jetzt trotzdem. Wenn wir hier keinen Haken setzen, müssen wir eben den Admin noch festlegen. Vergeben wieder ein sehr schweres, extra ausgewähltes Passwort. Auf Fertig. Jetzt müssen wir zweimal auf Fertig klicken, da das Passwort dann doch etwas zu schwer ist. Und hier sehen wir dann, das Root-Passwort oder das Root-Konto ist deaktiviert, da wir unseren Benutzer als Admin festgelegt haben. Die Installationsquelle, dann gehen wir hier auf Software-Auswahl. Was möchten wir installieren? Einen Surfer mit GUI, also mit grafischer Oberfläche einen Surfer ohne grafische Oberfläche, eine minimale Installation, Workstation, wie bei Fedora auch, immer die GNOME-Version, die lasse ich jetzt auch. Hier habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, andere Desktops auszuwählen. Ist auch merkwürdig. Hätte ich mir vielleicht doch die Minimalversion downloaden sollen. Es gibt auch von CentOS Stream sowohl Plasma als auch XFCE als Desktop-Oberfläche. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Belassen wir es bei Workstation. Auf der rechten Seite können wir wieder verschiedene Tools hinzufügen. Tools für Backup. GNOME, Zusatzprogramme für GNOME, Internetanwendungen, Office Suite, also Büroprogramme, zum Desktop teilen, alles Mögliche kann sich jeder aussuchen. Ich lasse das komplett weg, klicke hier auf Fertigstellen. Gehen wir zum nächsten Punkt, Installationsziel. Wir können das Ganze hier wieder so lassen und einfach auf Fertig klicken. Jetzt schauen wir aber mal, was ausgewählt wird. Hier klicken, um die Partitionen automatisch anzulegen, und verschlüsseln möchten wir das Ganze nicht. Wir verwenden eine Standardpartition.
Dann haben wir zuerst eine EFI-Partition, eine Boot-Partition, hier unsere Root-Partition mit Dateisystem als XFS. Auswählen können wir hier kein ButterFS, sondern höchstens dann noch ext4. Und eine Swap-Partition wird angelegt mit 4 GB. Gut, das lassen wir so, klicken auf Fertigstellen. Bekommen hier nochmal eine Übersicht von unseren Partitionen, klicken auf Übernehmen. Passt auch, Netzwerk und Hostname, den Rechnernamen nenne ich jetzt einfach Send, können wir vergeben, wie wir möchten. Internet ist eingeschaltet. Und dann klicken wir auf Installation starten. Das Ganze wird jetzt ein wenig dauern. So, die Installation ist beendet. Dann klicken wir auf System neu starten. Und es begrüßt uns der Anmeldebildschirm. Vergeben wir unser Passwort. Auflösung passt nicht, passt sich jetzt erst an. Welcome Einführung starten. Dann machen wir einfach mal die Einführung. Starten, einen Überblick. Das ist jetzt eigentlich die GNOME-Einführung. Alles von GNOME. Da klicken wir mal ganz schnell durch. Schließen, das war's. Dann schauen wir mal kurz in den Einstellungen auf Info. Wir haben die GNOME-Version 40.4, also hat nichts mit Fedora 35 oder womöglich noch mit 36 zu tun. Hier gibt es Aktualisierungen. Ich möchte jetzt aber keinen Neustart machen. Machen wir mal die Aktualisierungen im Terminal. Sudo dnf update. Vergeben unser Passwort. Es ist bei Fedora, Red Hat oder sonstigen derart basierenden Betriebssystemen nicht der Fall wie bei Debian, dass man erst apt-update und dann apt-upgrade durchführen muss, sondern hier reicht ein Update und dann werden die Programme auch aktualisiert. Aktualisierungen haben wir, wow, ein Paket. Gut. Schauen wir mal, ob wir hier NeoFetch installieren können. Ich denke das nicht. Es kommt darauf an, welche Repositories schon freigeschaltet sind. Probieren wir mal mit sudo dnf install NeoFetch. Und kann er nicht finden. NeoFetch gibt in den vorhandenen Paketquellen nicht. Dann schauen wir uns dennoch mal das Software Center an. Müssen wir immer noch neu starten. Lassen wir das Ganze mal neu laden und jetzt steht schon hier, sind auf dem neuesten Stand. Erkunden. Schauen wir mal, welche Softwarequellen aktiviert sind. Software von Drittanbietern wäre aber aktiviert. Vom Testing, hier kommt nur, soll die Software von Drittanbietern aktiviert werden. Dann klicken wir hier mal auf Aktivieren, müssen bitte unser Passwort vergeben. Schauen wir mal, was alles installiert ist. Viel war es ja nicht. Es ist eigentlich hier nur GNOME. Es sind keine zusätzlichen Anwendungen. Codex, Multimedia Codex sind ein paar. DVD, MP3s zum Abspielen. AVI sollte er abspielen können. Ich denke, bin mir nicht mal sicher, ob überhaupt doch mit Totem ist ein Videoplayer vorhanden. So, hier haben wir nicht viel Programme. Um NeoFetch zu installieren, dann schauen wir mal über das Ganze übers Software Center. Werden wir nicht finden, da wir hier erst Repositories von Fedora hinzufügen müssen. Dann machen wir das Ganze mal. Hier habe ich schon eine Anleitung, wie wir NeoFetch auch für CentOS installieren, auch für Red Hat CentOS. Dann für Rocky Linux CentOS 8. Wir haben jetzt hier zwar CentOS 9, aber das Ganze probieren wir jetzt mal so. Kopieren uns den Befehl. Vergeben wieder unser Passwort. Es werden die Pakete durchsucht.
bestätigen das Ganze mit Ja, nochmal mit Ja. Und die Installation ist fertiggestellt. Und jetzt können wir hoffentlich NeoFetch auch installieren. Er hat das Paket gefunden, zeigt uns die kompletten Abhängigkeiten an, was alles installiert werden muss. Klicken auf Ja und lassen das Ganze installieren. Nochmal mit Ja bestätigen für den Schlüssel. Und dann starten wir mal NeoFetch. Haben den Kernel 5.14. Ja, das ist für CentOS nicht einmal schlecht. GNOME 40 hatten wir ja schon. Verbrauchen 2270 MB an Arbeitsspeicher. Das ist nicht viel. Und bisher installierte Pakete sind 1235. Für das, dass so gut wie kein Programm installiert ist, ja. Ja, das ist nicht wenig. Ich stelle mir gar nicht mehr das Terminal auch etwas transparent und dann auch ein bisschen größer das Ganze. Was hier noch fehlt, sind die Minimieren, Maximieren Knöpfe. Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier schon Optimierungen oder sowas vorinstalliert ist. Finden wir aber im Software Center, klicken hier auf Installieren als CentOS Paket. Die Erweiterungen sind auch noch nicht installiert. Jetzt gehen wir mal Fenster minimieren, maximieren. Ich weiß gar nicht, warum das von Haus auf nicht immer aktiviert ist, das Ganze. Erscheinungsbild. Es sind ja auch keine Themes, Icons oder sonstiges vorinstalliert. Eine Shell auch nicht. Alles Standard. Finde ich sehr, sehr schön. Es gibt so viele verschiedene Distros mit sich vorinstallierten Themen. Das ist das auch, was mir an Fedora so gefällt. Hier kommt ein GNOME Desktop, wie GNOME eben aussieht. Und jeder kann sich dann nach Belieben seinen Desktop anpassen. Mir gefällt das Ganze. Jetzt suchen wir uns gleich die Erweiterungen. Dann installieren wir die auch noch. CentOS war eben eine kostenlose Version von Red Hat. Im Normalfall sehr stabil. Wie sich das mit dem Stream verhält, ob es genauso Stabilität hat, da es ja angeblich als Rolling Release konzipiert ist. Rolling, was halt Red Hat darunter versteht, es wird immer mit stabiler Software abgedatet und auch mit freigegebenen Kernel. Wie oft hier neue Kernel erscheinen, keine Ahnung, weiß ich nicht, wann Red Hat denkt, sie geben einen Kernel frei, bekommt man hier auch einen neuen. Bei Fedora kann man darauf warten, sobald ein neuerer Kernel vorhanden ist, wird Fedora den auch einpflegen. Okay, jetzt suchen wir uns noch für den Cookies. Die Startseite von Firefox ist auch die von Red Hat. Jetzt suchen wir uns noch die Flatpak-Erweiterung. Wie bei Fedora kann man sich ein einziges Paket herunterladen, das dann automatisch in Software geöffnet ist. Klicken auf Installieren. Bin ich mir nicht sicher, ob wir erstmal neu starten müssen. Ich schließe das Fenster mal, klicke nochmal auf Software und jetzt suche ich mal wieder mein geliebtes XMind. Also ich suche das eigentlich fast in jedem Video, weil ich nehme das so als Standard-Flatpak. Ich bekomme da nichts dafür. Ich könnte mir mal ein anderes einfallen lassen. So, sucht, sucht, sucht. Schaut nicht so besonders aus. Suchen wir mal hier XMind. Jetzt kopiere ich mir den Befehl einfach fürs Terminal, wenn er hier nichts findet. Also kann installiert werden. Und
Oh, hat's gefunden, ne? Wer sagt's denn? Dann suchen wir uns hier mal OnlyOffice. Passt auch als Flatpak. Schön, das ganze LibreOffice. Machen wir jetzt mal einfach. Haben wir einmal Flatpak. Als RPM-Paket wird es uns hier gar nicht angeboten. Da müssen wir dann auf die einzelnen Programme klicken. Nur wenn ich hier draufklicke, wird dann wirklich nur LibreOffice Calc installiert. Wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Ja klar, Eintrag haben wir noch nicht. Jetzt haben wir Calc installiert und ist auch nur Calc installiert worden. Hier kommen zusätzliche Pakete, werden benötigt. Das Language Pack, also unsere Sprachpakete, fehlen noch. Klicken wir hier auch auf Installieren. Ist installiert, ist auch auf Deutsch. Gehen wir mal auf Optionen, Ansicht, Elementary. Schaut schon ein bisschen merkwürdig aus. Hier fehlt definitiv die GTK-Unterstützung für LibreOffice, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze gruppiert kompakt auf alle. Da fehlt ein bisschen vom Aussehen her ein bisschen was, aber das kann man auch nachinstallieren. So schlimm ist das Ganze nicht. Jetzt haben wir hier auch ein paar Programme mehr zur Auswahl. Ist ja auch schon mal was unter Arbeit. Ich mag Gnome immer noch nicht. Das Übersichtsfenster mit Erstellen. Was bedeutet Erstellen? Arbeit, Lernen, Sozial, Webbrowser, Google Chrome, Unstable, Brave, Chromium angoogelt. Chromium ohne die ganzen Google Datensammler. Nicht schlecht. Microsoft Edge, juhu. Als Flatpak gibt es jetzt den Edge-Browser auch als Flatpak. Telegram, WhatsApp-Desktop für Linux mit ZepZep oder ZepZep, keine Ahnung wie das heißen soll. Also das meiste davon sind mit Sicherheit Flatpak-Pakete. Was unter Arbeit fehlt, ja, Evolution, E-Mail-Programm. Unter Arbeit ist ebenfalls wieder der Microsoft Edge-Browser, Brave. Also das bei dem Gnome Software, das hatte ich aber schon in anderen Videos auch erwähnt, das gefällt mir überhaupt nicht, die ganze Aufteilung, unübersichtlich, wirklich unübersichtlich. Okay, dann schließen wir das Softwarefenster wieder, schauen wir uns mal kurz Hintergrundbilder an. Eins, ein wunderschönes Hintergrundbild, ja. Red Hat denkt, es ist eine kostenlose Version, da gibt es nicht so viele Bilder. Ansonsten typisch Gnome eben, Gnome 40. So schnell, vermute ich, wird Red Hat nicht auf Gnome 42 wechseln, geschweige denn Gnome 41. Okay, das war eine kurze Vorstellung von CentOS Stream. Wer eine stabile, freie Distro sucht und für den Fedora vielleicht wirklich zu neu oder zu schnell Pakete aktualisiert, hat mit CentOS Stream definitiv eine Alternative. Also warum nicht das Ganze? Das war's für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.